Ein überaus großer Andrang herrschte kürzlich beim Repair-Café in der Mehrzweckhalle Gradwein. Reparieren statt wegwerfen. WebTV Gradweinstraße Engel-Reporterin Kathi Urdl-Neuhold und Filmemacher Erwin Weingrill haben sich unter die Besucher dieses ökosozialen Bürgerbeteiligungsprojektes der Marktgemeinde Gradweinstraße Engel gemischt und den Reparaturfachleuten über die Schulter geschaut. Also das Repair-Café, würde ich sagen, ist eine ehrenamtliche Einrichtung, wo Leute, die gerne basteln und reparieren, versuchen, anderen Leuten zu helfen. Also es geht dann natürlich um Nachhaltigkeit, es geht darum, dass nicht alles, was aufgrund eines kleinen Defektes kaputt ist, gleich zum Wegschmeißen ist. Oft ist es ein Wackelkontakt, oft reicht es, dass man an der richtigen Stelle ein paar Tropfen Öl hingibt. Aber es gibt auch kompliziertere Reparaturen, aber wir haben da von den Helfern her quer durch die Bank. Also wir haben Maschinenbauer, wir haben Elektrotechniker, wir haben Softwareingenieure und Leute, die einfach so gerne basteln. Wir haben eine Schneiderin, also für alles offen sozusagen, an Experten für Fahrräder und wir sind auch immer im Tandem mit der Lebenshilfe in Gradkorn. Dort haben wir sogar Tischlerei zur Verfügung und können also hier kleinere Möbelstücke und so weiter auch zum Teil reparieren, leimen oder ähnliches. Und das macht halt allen, die hier mithelfen, Spaß und ja, die Leute freuen sich, dass man ihnen hilft und das ist so die Idee dahinter. Und natürlich konnten Besucher und Kunden im Repair-Café in Gradwein auch gleich in Warteposition einen Kaffee genießen. Ja, natürlich und nicht nur Kaffee, obwohl der am begehrtesten ist von allen Getränken, sondern auch Apfelsaft für die Kinder oder für die, die keinen Kaffee trinken wollen und Tee, verschiedene Sorten. Und es gibt auch was zu essen, wie man vielleicht hier auch sieht, sowohl Bekanntes mit Brötchen oder diverse Kuchen, alles auf freiwillige Spende. Neben Radios brachten Kunden auch Kaffeemaschinen, Computer, Tablets, Handys, Küchengeräte, Lampen, Werkzeuge, CD-Player und Taschen und auch Kleidungsstücke wurden fachgerecht geflickt und gestopft. Was kann zur Reparatur gebracht werden? Naja, vorderrangig, was zur Reparatur gebracht wird, das sind Reißverschlüsse, Hosen, wo Reißverschlüsse kaputt sind oder Jacken, Vorhänge, die zum Raufnähen sind, Hosen, die zerrissen sind, Hosen, die schon durchgescheuert sind, solche Dinge halt, Kleinigkeiten. Ich meine, was ich nicht mache, ist natürlich eine Neuanfertigung. Mit über 11 Millionen Aufrufen am Volksmusikkanal von Ewald Kraxner, Berli on Tour auf YouTube, ist er die klare Nummer 1 der Region. Was treibt ihn in das Repair-Café? Mir ist jetzt gestern ein Missgeschick passiert. Ich habe so eine externe Festplatte. Traume auf Seiten und ziehe es mit dem Kabel oben und ist ihm runtergefallen. So, Strom ist vorhanden, jetzt weiß ich nicht, ob man noch was reparieren kann, sie fährt nicht an. Und das ist, haben wir gedacht, ein Versuch ist es wert, es ist, die Festplatte ist 3 Wochen alt und habe jede Menge Daten drauf. Ich habe die Daten sind noch vorhanden, aber es waren jetzt da fast 3 Wochen Arbeit dabei, dass das alles so geschlichtet war und jetzt ist alles in die Luft aufgegangen. Eingebettet ist das Repair-Café in Gradweinstraße Engel in der Bürgerbeteiligungsgruppe Gemeinwohlökonomie. Dessen Projektleiter Willi Gürtler plant bereits weitere Aktivitäten. Ja, wir haben jetzt geplant, dass wir den nächsten Stammtisch, Gemeinwohlstammtisch hier in der Region, also im Ort, machen. Das ist im Gasthof Lammer am Mittwoch, den 7. Februar. Das nächste Repair-Café findet am Samstag, den 17. März, ebenfalls hier in Gradwein in der Mehrzweckhalle statt. Und daneben gibt es eine Veranstaltung, die eine Workshop-Reihe darstellt. Das ist beginnend mit dem 1. Februar, das ist Donnerstag, in Graz, in der Gemeinwohl als allgemein gratis vorgestellt wird. Das ist eine Einführung in das Gemeinwohl. Das sind Menschenwürde, Solidarität, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und demokratische Mitbestimmung. Ich lade gerne alle ein, sich anzumelden und dabei zu sein. Ich freue mich über Teilnahme. Ob die Reparatur schlussendlich gelingt, kann das Repair-Café-Team nicht versprechen.
Wichtiger ist vielmehr, dass die Besucher die Einstellung zu defekten Dingen ändern. Sie werden nicht mehr sofort weggeworfen, sondern erhalten in Grad Weinstraß-Engl eine zweite Chance.